ich arbeite eigentlich immer schon im sogenannten Non-Profit-Sektor und ja, wie der Begriff schon sagt, geht es dann nicht um die Gewinnmaximierung oder um die Erzielung von Gewinn, sondern man setzt sich eigentlich immer für irgendein besonderes Ziel ein. Bei mir war es damals vor allen Dingen die entwicklungspolitische Bildungsarbeit und die Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, man kann sich vorstellen, dass es da auch immer an Geld fehlte und da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, eine Ausbildung zu machen als sogenannte Fundraising-Managerin. Und ja, das habe ich dann gelernt. Das ist eigentlich ein Handwerk, wie jeder andere Beruf auch. Und habe dann erst in einem Entwicklungshilfeverein sozusagen ja, um Spenden geworben, damit dort die Projekte finanziert werden konnten, die der Verein unterstützt hat. Ja, den Freundeskreis, den gibt es eigentlich schon so lange, wie es das Kinderpalliativzentrum auch gibt. Unser Chef, der Boris Zernikow, war schlau genug zu wissen, dass ja, Spenden notwendig sein werden, um eben die Versorgungsangebote am Kinderpalliativzentrum ja, tragen zu können. Und ja, nach ein, zwei Jahren hat sich dann herausgestellt, dass das doch ganz schön viel und anstrengend ist, Spenden zu verbuchen, sie zu quittieren, sich zu bedanken etc. Das hat die Frau Gerz, damalige Sekretärin von Herrn Zernikow, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ja, es kam aber irgendwann der Punkt, wo das dann doch ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionalisiert werden sollte. Und ich hatte damals in meinem Job vor nunmehr ja, 12 Jahren sind das, glaube ich, ja auch so den Wunsch zu wechseln und darüber ist das per Zufall entstanden und ich, ja, habe mich dann einmal mit Boris Zernikow zusammengesetzt, überlegt, wie man das denn machen könnte, so einen Förderverein für das Kinderpalliativzentrum auf- und auszubauen und ja, das war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also der Verein hat sich dann über die Jahre auch sehr schön entwickelt. Es sind auch neue Leute dazugekommen. Die Frau Thiemann ist dabei, die Frau Trämer ist dabei. Wir sind ein kleines Team, was sich um die Spender kümmert. Und ja, der Verein ist tatsächlich über die Jahre weiter gewachsen. Und das ist auch gut so, weil auch die Herausforderungen an uns immer größer geworden sind. Ja, Solidarität ist für mich eigentlich ja, das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Und ja, ich finde es auch ganz schön, dass wir jetzt hier bei dieser Wertekampagne den Begriff Solidarität so am Ende nochmal vorstellen, weil letzten Endes geht es ja darum, dass wir alle gemeinsam gleiche Wertvorstellungen haben und uns dafür einsetzen und gemeinsam an einer Sache und einem Ziel ja, hängen und daran arbeiten. Und ich finde es halt wichtig, Menschen auch dazu zu bewegen, dass sie schwerstkranke Kinder und ihre Familien unterstützen. Und das ist für mich Solidarität. Für uns hier im Freundeskreis ist ja schon die größte Herausforderung, immer auch zu gucken, dass wir ja, mit möglichst wenig Mitteln ganz, ganz viel erreichen. Sprich, dass wir unsere Verwaltungskosten natürlich möglichst gering halten, dass das Geld, die Spenden, die uns anvertraut werden, auch tatsächlich bei den Kindern, bei den Familien ankommt. Und natürlich ist es da manchmal auch gar nicht so einfach, immer alles so zu schaffen, wie wir das uns wünschen. Es kommen die neuen Social-Media-Kanäle dazu, die Welt wird digitalisiert, nichts bleibt gleich und ja, unser Team hier besteht eben aus so wenig Personen, dass jeder ganz viele Aufgabenbereiche übernehmen muss. Wir haben ja keine Abteilungen oder sowas. Und das ist einerseits total abwechslungsreich, macht super viel Spaß. Also ich weiß eigentlich morgens nie, was ich so genau machen werde. Es ist eigentlich immer wieder was Neues. Und wir arbeiten im Team, das ist auch wunderbar. Und die Herausforderung ist eben ja auch immer wieder das Thema Kinderpalliativversorgung so in die Gesellschaft zu tragen, dass man auch hinhören möchte, dass es nicht abschreckt im Sinne von, oh Gott, ich kann da ja eh nichts machen, denn genau das ist es nicht. Ich finde, jeder kann helfen. Und ja, es ist Freude und Herausforderung zugleich. Ja, das hat verschiedene Ebenen. Das erste ist natürlich zu hören, wenn Familien sagen, die hier im Kinderpalliativzentrum versorgt werden,
dass es ihnen so geholfen hat und dass es für sie ja das Leben ein Stückchen leichter gemacht hat und genau das, was die Versorgung aus unserer Sicht ja erzielen soll, dass das auch erreicht wird. Und wenn man da mit Eltern spricht, und wir vom Freundeskreis sind ja sehr nah am Kinderpalliativzentrum, an den Familien, auch am Kinderpalliativteam, wenn man das hört, ist es natürlich besonders schön. Ja, schwierig ist natürlich dann genauso, wenn eine Situation da ist, wenn ein Kind verstirbt, wenn wir das hören. Aber trotzdem kann es schön sein, wenn dann auch die Eltern sagen, sie sind gut begleitet worden zu einem Zeitpunkt, wenn sie sich natürlich danach fühlen und darüber auch sprechen mögen. Und die andere Ebene ist ja die Zusammenarbeit hier im Team. Das ist zum einen mit meinem Team hier im Freundeskreis, aber auch zusammen mit Boris Zernikow, mit dem Kinderpalliativteam. Es ist einfach total schön, sich da auszutauschen und ja auch die anderen Sichtweisen kennenzulernen und ja gemeinsam an dieser einen Sache zu ziehen. Und wenn ich gemeinsam sage, meine ich natürlich auch unsere Spender und Spenderinnen, die uns auch oft hier besuchen, mit denen wir in Austausch gehen und ja, wo wir einfach auch hören, warum sie denn zum Beispiel sich überlegen, das Kinderpalliativzentrum zu unterstützen. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, aber ja, was mir als allererstes einfällt, sind Menschen, die schon, ja, sage ich mal, erwachsene Kinder haben, vielleicht auch schon Enkelkinder haben und das Glück zu schätzen wissen, dass ihre Kinder gesund sind und dann auch von sich aus sagen, sie sind so dankbar, dass in ihrer Familie so viel Glück herrschte und sie gesunde Kinder haben, dass sie das gerne ein Stück zurückgeben möchten und deswegen auch spenden. Das finde ich immer einen sehr, sehr schönen Grund. Aber letzten Endes sind das ganz unterschiedliche Menschen. Das können auch Kinder sein, die mitfühlen mit den Kindern und vielleicht bei sich in der Schule sammeln. Das können auch kleinere mittelständische Unternehmen sein, die sagen, wir haben eine Feier und möchten eigentlich jetzt gar nicht Einnahmen machen bei dieser Feier, sondern sammeln das Geld und geben das als Spende weiter. Oder es sind ja, junge berufstätige Menschen, die sagen, sie sind gut versorgt und ja, sie möchten das Geld nicht nur für sich behalten und kommen auch und sagen, sie möchten das spenden für die Kinder hier im Kinderpalliativzentrum und auch für die Eltern und für die Geschwister. Ist ja ganz schwierig auch wieder, weil eigentlich wünsche ich mir, dass das Kinderpalliativzentrum uns eigentlich gar nicht mehr braucht. Das wäre so mein größter Wunsch, weil es sollte ja eigentlich so sein, dass ein Kinderpalliativzentrum ausreichend finanziert ist, auch von den Krankenkassen ausreichend finanziert ist und dass diese Situation gar nicht mehr so gegeben ist, dass Menschen Spenden sammeln müssen, damit schwerstkranke Kinder bestmöglich versorgt sind. Aber solange das so ist, sind wir natürlich da und bleiben auch gerne am Start. Und ja, trotzdem ist das ein großer Wunsch.